Wir Deutschen lieben Italien. Jedes Jahr machen sich rund 11 Millionen Bundesbürger auf in das Land südlich der Alpen. Kunst, Kultur, Lebensfreude, Mode, gutes Essen, mediterranes Flair. Ein Urlaub hier lohnt sich aus unzähligen Gründen. Die Hauptstadt der Toskana. Wir sind in Firenze, in Florenz. Hier haben Menschen mit so klangvollen Namen wie Michelangelo, Botticelli, Puccini gewohnt und gearbeitet. Hier leben heutzutage nur noch knapp 400.000 Italiener bei 4 Millionen Touristen, die die Stadt jährlich besuchen. Zum Beispiel wegen der berühmten Kathedrale mit dem Dom da hinten zu sehen. Und da, wo es um Kunst und Kultur geht, lässt sich im Tourismus ganz toll Geld verdienen. Aber nicht immer mit redlichen Mitteln. Firenze, die Perle Italiens. Sie ist die Hauptstadt der berühmten Ferienregion Toskana. 1982 wurde Florenz von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Nicht ganz unschuldig daran, die große Kathedrale im Herzen der Altstadt, die für jeden Touristen der erste Anlaufpunkt für einen Stadtbummel ist. Das ist ja wohl erhaben, oder? Genauso wie das Brandenburger Tor in Berlin, der Eiffelturm in Paris, der Tower of London, ist es hier in Florenz die Kathedrale. Ein ganzer Komplex eigentlich, der sich zusammensetzt aus der Taufkirche hier links neben mir, dem Glockenturm, dem Campanile, der Kathedrale hinten zu erkennen und dem Duomo, der großen, großen Domkuppel. Dort oben hinauf wollen pro Tag statistisch gesehen 11.000 Touristen. Das kann natürlich aus architektonischen Gründen schon gar nicht hinkommen. Und genau da geht sie los. Die große Truffa, Abzocke, hier in Firenze. Attenzione! Nur wer eine Führung bucht, hat die Chance, diese Kuppel zu begehen. Die Nachfrage ist gewaltig, die Warteschlangen entsprechend lang. Klar, als Tourist möchte man so wenig Zeit wie möglich mit Warten verbringen. Ich schaue mir die Warteschlange mal etwas genauer an. Okay, also dieser Eingang ist jetzt reserviert für Touristen. Da fühle ich mich angesprochen. Ich bin nicht der Einzige. Ich gehe jetzt hier mal lang. Mal gucken, wie viele Meter das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Normalerweise messe ich so den Abstand vom Hotel zum Strand, wenn es mal ein halber Kilometer sein darf. 50 Meter, 1, 2, 3, 4. Ich bin gerade bei der Hälfte erstmal. Also ich würde insgesamt sagen, diese Schlange ist deutlich länger als 100 Meter. Und ich sag mal, unter einer halben Stunde kommst du da auch nicht rein. Ehrlich gesagt. Und man hat ja nicht so viel Zeit in Florenz. Man muss ja so viel sehen. Den Dom, den Turm der Kathedrale, die alte Brücke. Also die Stadt hat so viel zu bieten, da kann ich mich nicht einen halben Tag anstellen. Oh, pass mal auf, die da drüben. Ich hab was gehört. Skip the Line. Das kenne ich aus Rom. Hat die gerade gerufen. Die hinter mir. Skip the Line heißt so viel wie die Warteschlange umgehen. Das spart Zeit, ist also genau das, was ich suche. Also sie redet davon, dass sie ihn schneller reinbringt, zusammen mit seiner ganzen Gruppe. Eine tolle Sache. Auf dem Platz stehen mehrere Ticketverkäufer. Sie alle sprechen unentwegt Touristen an, wollen ihnen Eintrittskarten zur Domkuppel verkaufen, gültig nur am heutigen Tag. Ich habe kein Ticket und höre mir das Angebot mal an. Haben Sie für heute eine Reservierung für die Kuppel? Für wie viele Personen? Wahrscheinlich drei. Um 16 Uhr wäre noch was frei. Und das kostet 55? Nein, nein, 45. 45? Für jeden. Für jeden? Ohne Warteschlange. Keine Warteschlange? Ja, genau. Sie gehen hoch ohne Warten. Das ist gut. Klingt nach einem fairen Angebot. Ich buche zu einer festen Zeit, kann also die Wartezeit anders nutzen. Ich kaufe für drei Personen zu je 45 Euro. Da kommt eine stolze Summe zusammen. 135 Euro zahle ich jetzt. Ich verspreche mir, dass ich nicht warten muss, weil ich will nicht den halben Tag hier anstehen. Ehrlich, keine Warteschlange. Das ist unmissverständlich. Dieses Gefühl, du hast alles richtig gemacht. Kostet zwar ein bisschen was, aber jetzt ist gut. Grazie. Er lotst mich zum Ende der über 100 Meter langen Schlange. Und hier soll plötzlich alles ganz schnell gehen? Hier warten Sie nur 10 Minuten. Okay. Da geht es in die Kirche und in die Krypta. Danke. Gut, grazie. Vielen Dank. Grazie. Warum werde ich hier so komisch angeguckt? Ist unser Ticket etwa zu teuer? Unerwartet schnell kommen wir in der 100-Meter-Schlange voran. Also eigentlich ist das hier gar keine Schlange, wo man ansteht. Aber nee, zum Glück haben wir dafür bezahlt. Verzeihen Sie, haben Sie auch dieses Ticket für 45 Euro gekauft? Nein, das hier ist kostenlos.
Wie haben Sie ein Freiticket? Der Eintritt hier ist immer kostenlos. Ich bin verwirrt. Habe ich etwa 45 Euro pro Person gezahlt, obwohl der Eintritt kostenlos ist? Ich verstehe es noch nicht ganz, aber eins steht fest. Das, wofür wir es hier bezahlt haben, gibt es eigentlich umsonst. Nämlich der Eintritt in die Kathedrale. Ich meine, wofür haben wir denn dann bezahlt? 45 Euro. Ich meine, wie jedes gute katholische Kirchenhaus ist auch das nicht nur der Öffentlichkeit zugänglich, sondern auch noch umsonst. Und eigentlich völlig ohne Wartezeiten. Wir haben jetzt hierher gebraucht, 1,30 vielleicht? Also eine Minute 30, nicht eine Stunde 30. Sie müssen es machen. Der Dom hält, was der Reiseführer verspricht. Gut erhaltene Fresken von Vasari und eine Kuppel, die 1417 als architektonisches Meisterwerk gefeiert wurde. Das Staunen tröstet nicht hinweg über den nächsten Schock. Hier gibt's nicht nur der Eintritt ist frei, es gibt hier sogar Führungen, die umsonst sind. Free Guided Tours. Ein großartiges Angebot für Kunstinteressierte, aber auch Banausen kommen ins Staunen, garantiert. Also das ist immerhin das viertgrößte Gotteshaus in Europa. Der Kölner Dom und der Petersdom lassen grüßen. Schön, dass wir hier drin sind. Blöd nur, dass wir dafür so viel Geld bezahlt haben, weil wahrscheinlich sind wir die Einzigen, die dafür so tief in die Tasche greifen mussten. Mal schauen, was es hierfür noch gibt. Das hier ist in jedem Fall gratis zu erleben. Da ist noch eine Grotte. Schau mal, da geht's runter. In der Krypta, der Grabeskammer der Kathedrale, tummeln sich die Touristen. Hier finde ich eine Kasse. Was kann ich denn hier kaufen? Vielleicht kann man mir ja hier sagen, wofür ich bezahlt habe vorhin. Ich habe 45 hierfür gezahlt. Das kostet bei uns 15 Euro. Nur 15? So viel hätte ich also gar nicht zahlen müssen. Nein. Das ist zu viel. Ja, die Reservierung für die Kuppel ist kostenlos. Der Eintritt kostet 15. Oh, danke. Außerdem sind wir bis Freitag ausgebucht. Es gibt leider nur ein begrenztes Kontingent. Danke. Das ist immer das Schöne. Wenn wir dann Menschen sozusagen in offizieller Montur sagen, sie sind gerade abgezockt worden. Schön blöd. Mal schauen, was es dann wirklich wert ist. Nochmal langsam. Offiziell kostet das Ticket für die Kuppel 15 Euro. Bis zum Ende der Woche sind die Karten aber ausgebucht. Ich habe 45 Euro für den Eintritt gezahlt. Fühle mich abgezockt. Sind etwa die Straßenverkäufer daran schuld, dass die 15-Euro-Tickets vergriffen sind? Wie viel haben Sie gezahlt? 15 Euro. Nur so wenig. Ah, das haben Sie ja auch gekauft. Online? Ja, online. Online? Also 15 für beide? Ja. Ja, Sie sind ja schlau. Wissen Sie, was ich gezahlt habe? 45. 45? Ja, 45 pro Person sind das 30 Euro mehr als an der offiziellen Kasse. Und genau das ist eine Abzocke. Muss man hier in so einen Hauseingang gehen und mich mal einmal ärgern? Leute, wir haben 90 Euro zu viel bezahlt für das, was hier passiert ist. Ja? Alle von denen da drüben haben 15 Euro für ihre Reservierung und die Karte für alles bezahlt und wir 135. Also ich sag mal, seriös scheint mir das alles unter uns nicht. Aber warte mal, was wir jetzt bekommen für unser Geld. Bin gespannt. Verbirgt sich hinter dem teuren Ticket vielleicht doch noch ein ungeahnter Mehrwert? Punkt 16 Uhr jedenfalls sind wir zurück auf dem Domplatz. Wir deutschen Touristen sind pünktlich. Und das Schöne ist, schau mal, wofür ich bezahlt habe, ich gehe jetzt gleich an diesen ganzen Leuten hier vorbei. Denn das ist die Warteschlange am Eingang zur Domkuppel. Jetzt wird sich endlich zeigen, was mein 45-Euro-Ticket wert ist. Hi. Hi. Wo müssen wir hin? Hierher, kommen Sie mit. Haben Sie sich verlaufen? Ja, ein bisschen. Sehr lustig. Ich dachte, wir würden uns genau das jetzt hier sparen. Hier stellt ihr uns ganz hinten an. Und auch diese Schlange ist lang. Dabei wollte ich mit dem 45-Euro-Ticket doch eine lange Wartezeit vermeiden. Stehe ich mir jetzt vor dem Dom doch die Beine in den Bauch? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wenn ich einen Skip the Line mache, also hier diese Schlange hinter mir lasse, dass ich mich dann nicht noch mal hinten anstellen muss. Aber genau das tut ihr jetzt mit ihrer Tour. Wir müssen uns ganz hinten anstellen. Und warten. Es bewegt sich ein bisschen was. Ja, wir tun jetzt eigentlich das, was alle anderen auch machen, die 15 Euro bezahlt haben. Mal schauen, wie lange das jetzt dauert, um reinzukommen.
Nur der ungewollte Aufpreis von 30 Euro pro Ticket erschließt sich mir noch nicht. Alle anderen Menschen kommen hier genauso gut wie wir rein, die für 16 Uhr einen Termin haben. Weil ohne Termin kommt man hier gar nicht rein. Es ist halt eine Art und Weise, diesen Ansturm zu managen. Guck mal, das sind unsere Verkäufer da hinten. Die reiben sich schon die Hände. Schön blöd, den haben wir alles in den Rachen geschmissen. Denn die Straßenverkäufer, so glaube ich, kaufen einen nicht unerheblichen Teil der Eintrittskarten auf. Sorgen so für eine Verknappung des Angebots. Wer den Aufstieg in die Kuppel nicht im Voraus bucht, muss bei ihnen kaufen. Zum dreifachen Preis. Viel Energie, um mich darüber aufzuregen, darf ich nicht vergeugen, denn der Aufstieg ist mühsam. Ich habe aufgehört zu zählen, aber wir sind schon jenseits der 300. Und jetzt sind wir endlich da, wo wir hinwollen. Komm mal mit. In der Kuppel, 107 Meter hoch, 1434 nach 16-jähriger Bauzeit fertiggestellt, damals wie heute ein Meisterwerk. Und jetzt bekomme ich zum ersten Mal mal sowas wie ein bisschen, ja, eine Führung. Aber Sie werden sich wundern, die ist auch gleich wieder vorbei, diese Führung. 3-4 Minuten Info gab's jetzt. Bevor ein paar weitere Treppenstufen dazukommen, belohnt werde ich mit einem fantastischen Blick über Florenz und ein paar Infos mehr. Wenn Sie Zeit haben, empfehle ich Ihnen, zum Michelangelo-Platz zu gehen. Das ist der Platz, den Sie von hier sehen können. Am Plaza Park. Waren Sie schon da? Doch dann ist es auch schon wieder vorbei. Sie bekommen das jetzt zurück? Ja, bitte. Ja, das war jetzt ganz nett, was sie so erzählt hat. So ein paar, wie man sagt, heutzutage Key Facts. Die kriegt man aber auch im Internet nachgelesen oder kann sich hier unten eine kleine Broschüre mitnehmen. Das war die 30 Euro jetzt nicht, obwohl sie sehr charmant war. Alle anderen Menschen, die hier hinter mir gerade, die haben wirklich nur 15 Euro bezahlt. Und nicht so wie wir 45 Euro. Das, finde ich, ist Abzocke. Und darüber müssen wir mit denen reden, wenn wir die 500 Stufen wieder nach unten geschafft haben. Doch bevor ich die Straßenverkäufer konfrontiere, habe ich einen Termin. Was halten die Offiziellen von den teuren Tickets auf dem Domplatz? Diese Frage stelle ich dem Pressesprecher des Doms, Domenico Mugnaini. Denn legal kann das Geschäft doch nicht sein. Signor Mugnaini, danke, dass Sie uns empfangen. Alle Reservierungen heute waren ausverkauft. Wie kommt es? Auf die Kuppel können pro Tag 2560 Personen. Das ist das Limit. Ich nenne sie Betrüger, denn es sind Betrüger. Die gibt es in Florenz genauso wie auf der ganzen Welt. Die Betrüger kaufen die Tickets in der Früh und verkaufen sie dann weiter. Und die Touristen fallen drauf rein. Wie komme ich denn als Tourist am besten an die Karten? Wenn jemand online reserviert, bekommt er diese Probleme nicht. Wir hoffen, dass wir mit einem neuen System den Betrug eindämmen können. Wir probieren es ab Januar 2018 aus. Wir werden für die Kuppel andere Tickets ausgeben, sodass dieses Ticket dann nur für die Kuppel gilt. Okay. Interessant, die Stadt tut also was, ja eigentlich, um es all diesen Touristen aus der Welt so angenehm wie möglich zu machen, den Besuch in der Kathedrale und dem gesamten Komplex. Wohl organisiert soll es sein, aber die Truffatori, italienisch für Abzocker, nutzen genau das aus. Nicht mehr lange, glaube ich. Es ist Zeit, die Abzocker zur Rede zu stellen. Auf meinem Ticket habe ich einen Firmennamen gefunden. Tatsächlich soll dieses Unternehmen mitten in Florenz auch ein Büro haben. Werde ich dort jemanden zu der Aufkauftaktik sprechen können? Entschuldigen Sie, finde ich hier dieses Reisebüro? Nein, das sind wir nicht. Ah, okay. Wissen Sie, ob es hier ein Büro gibt? Nein, die gibt es hier nicht. Okay, danke. Also offenbar gibt es da viele Firmen, die in dem Geschäft mitspielen. Ja? Nicht nur so eine. Hier ist zumindest die, von der wir so reingelegt worden sind oder die wir bezahlt haben, nicht. Kundenkontakt, Fehlanzeige, verärgerten und um viel Geld geprellten Touristen will kein Abzocker eine Anlaufstelle bieten. Also es gibt hier Rechtsanwaltskanzleien, auch das ein oder andere, ja, sowas wie Reisebüro, aber eben genau die Firma gibt es hier nicht. Das Gute ist, die sind ja noch den ganzen Tag am Arbeiten. Die haben ja schließlich was zu tun. Die wollen ja unsere Touristen-Euros.
Regulär kostet der Eintritt 15 Euro pro Person. Ich habe aber 45 für ein Ticket gezahlt. Das sind bei drei Personen 90 Euro zu viel. So verdienen sich die Straßenverkäufer und deren Chefs dumm und dämlich. Hey. Hallo. Erinnern Sie sich an mich? Ja, natürlich. Wieso? Sie sind aus Deutschland. Ich habe eine Frage. Warum bekomme ich nie an dem Tag, an dem ich hierher komme, eine Reservierung? Normalerweise buchen die Gäste die Reservierung online. Wir kaufen nicht alle Reservierungen, sondern die, die wir noch bekommen. Aber Sie kaufen sie vorher, oder? Ja. Also, wenn Sie sie nicht kaufen würden, könnte ich sie kaufen, richtig? Vielleicht. Da bin ich ganz sicher, natürlich. Die Preistreiberei will er natürlich nicht zugeben. Wie viele sind das? So etwa 15, 16 Unternehmen. Also 15 bis 16 Unternehmen. Jedes hat 50 bis 60 Leute. Das sind 750 Menschen, die mit Tickets reinkommen, die davor weggekauft wurden. Also ich glaube, das ist eine Touristenabzocke. Nein, keine Touristenabzocke. Absolut. Wenn Sie nur die Führung anbieten würden, wäre das ja okay. Aber was Sie machen, Sie verkaufen nur die wenigen verfügbaren Reservierungen, die Sie vorher aufkaufen. Also wir zahlen 15 Euro für die Reservierung, okay? Dann zahlen wir für den Guide. Na, also Ihr Führer hat zu mir gesagt, Sie bezahlen 20 für die Reservierungen. Also hat er mich angelogen. 15. Okay, also eine Lüge. Ich wollte nur checken. Oh nein, 15. Sein Kollege will das Gespräch so schnell wie möglich beenden. Von Einsicht sind die beiden jedenfalls meilenweit entfernt. Was soll ich denn sagen? Ja, natürlich will der Mann sein Geld verdienen und genauso diese vielen wahrscheinlich die Studenten, die hier arbeiten. Trotzdem, wenn ich am selben Tag rein will, dann komme ich an ihn und seinen Mitarbeitern nicht vorbei. Einverstanden bin ich damit überhaupt nicht und kann nur jedem raten, der in Florenz hier oben rauf will auf die Kuppel, bitte sich vorher online eine Reservierung zu holen. Ein bisschen umständlich, aber es ist vor allem umsonst. Dann zahlt man lediglich die 15 Euro für ein Ticket und da ist alles inklusive, selbst die paar Minuten Wartezeit.